Seid gegrüßt zusammen und willkommen hier auf zu einem neuen Video auf meinem Kanal InKev. Ich hoffe, ihr habt diesen Kanal schon abonniert, das wäre absolut wild. Wenn nicht, dann macht das gerne noch. Ja, dieser Kanal ist momentan im absoluten Hype-Kapper. Auf jeden Fall schön, dass die Aktivität auf diesem Kanal so schön groß ist. Und heute gibt es ein Thema zu einer Person, zu der ich Ewigkeit nichts mehr gehört habe. Ja? Und zwar geht es um Gurkensohn. Damals hatte ich mit Tim, also mit Kuhn TV, hatte ich ein Video gemacht zu Gurkensohn, weil er ja diesen... einen Menschen mit Behinderung hat er irgendwie was ausgenutzt bzw. abgezogen. Und da hat er dann auch Kritik abbekommen, unter anderem natürlich. Und ja, danach hat er noch ein paar Videos gemacht, aber dann ist sehr, sehr ruhig um ihn geworden. Ja, was jetzt genau los ist, ich weiß es nicht. Mighty hat ein Video gemacht, am 1.10. bereits. Und vor kurzem, ja, hallo Leute, also vor 10 Tagen ungefähr oder vor 11 Tagen, hat jemand hier ein Video gemacht, irgendwas mit Herzinfarkt. So, jetzt bin ich gespannt. Ich gucke mir als erstes so dieses erste Video an, dann das zweite Video und dann gucken wir mal, wie es da ausschaut, ey. Wirklich, es macht mir ein bisschen Sorgen wegen Herzinfarkten und so. Das wäre schon sehr, schon sehr, sehr traurig. Real Talk, es wäre sehr, sehr traurig. Ich hoffe, da ist trotzdem noch alles im grünen Bereich. So, im Gurkenbereich, würde ich sagen. Moin, im heutigen Video möchte und muss ich schon wieder behandeln, wo Gurkensohn eigentlich schon wieder... Aber ihm rauscht's mega, holy shit, ey. Penis. Denn tatsächlich gibt es aktuell einige Gerüchte, beziehungsweise Vermutungen irgendwie, was mit ihm passiert sein könnte und andere Thesen, die etwas ganz anderes sagen. Denn zum einen geht ein riesengroßes Gerücht um, eine These, wie auch immer das verfassen möchte, dass Gurkensohn verstorben ist. Und sowas verbreitet sich offensichtlich wie ein Lauffeuer. Also wenn irgendwer irgendwo mal hinschreibt, hey... Also an der Stelle kann ich jetzt schon mal sagen... Also ich weiß davon gar nichts, ich habe generell gar nichts mehr von ihm so mitbekommen und mich hat der Content auch nicht mehr interessiert, nur ganz am Anfang hat mich das mal interessiert. Und wenn halt jemand jetzt sagt, irgendwas mit verstorben, dann sollte man dem das noch nicht direkt glauben, so, dann muss irgendwas feststehen oder von der Familie bestätigt werden oder sowas, weil das Problem ist, bei sowas, man hat das damals gesehen bei Apecrime, die hatten zum Beispiel mal einen Promo-Move gemacht mit dem Album und da ging dann das Gerücht drum, dass Cengiz, ja, verstorben ist oder so. Und das wurde dann sogar in Wikipedia eingetragen und so eine Scheiße und das nur wegen dem Gerücht. Also da muss man auf jeden Fall immer sehr, sehr vorsichtig sein, was das angeht, auch was das Glaubensschenken angeht. Ne? Deswegen, darauf würde ich mich jetzt noch nicht zu krass versteifen. Ja. Der stirbt, dann verbreitet sich das, ne? Wie sonst was. Das ist halt irgendwie brisant. Da erzählt man drüber, das schreibt man irgendwo einfach rein hier. Ne? Ach, gucken, so ist übrigens tot, ja, cool. Ne? Tatsächlich gibt es dafür aber irgendwie keine offiziellen Sachen. So, und irgendwie manche Kommentare sind doch älter als Videos, wo noch über Gurkensohn als lebendig gesprochen wird, aber ansonsten ist halt seine Internetpräsenz komplett weg. Ja klar, sagen das manche, aber ich glaube, wirklich irgendwie wissen tut es halt nur er selber. Also, oder halt Verwandte gegebenenfalls. Ich persönlich glaube nicht, dass er tot ist, und da wollen wir auch weiter drauf eingehen. Hätte ich nicht gedacht. Wollen wir aber ein bisschen auf seine Instagram-Kommentare eingehen, wo das halt viel geschrieben wird. Also so Ruhe in Frieden, RIP, ist gestorben, macht nichts mehr, inaktiv, tot. Das ist halt viel da. Also wenn jemand gestorben ist, dann schreibt man doch nicht, er ist tot, oder? Das schreibt man doch eher so, ja, wirklich so Ruhe in Frieden, RIP, traurig, traurige Emotes oder sowas. Aber das ist so dieses typische, ja, wir wissen eh nicht, was los ist. Wir schreiben jetzt einfach mal aus Spaß RIP rein. So, ja, Ruhe in Frieden, Gurke. Ja, Ruhe in Frieden. Und nachher hat er wieder ein Jahr lang den Geburtstag seiner Mutter gefeiert. Und da denkt man sich so, okay, ja, es ist das aktuellste Bild und schreibt es jetzt alle einfach nur, weil es irgendwelche Leute halt einmal geschrieben haben, oder steckt da wirklich ein bisschen Wahrheit hinter? Auch unter meinem letzten Video zu Gurkensohn wurde vermehrt geschrieben, hey, ne, der ist irgendwie tot, ne, falls du es noch nicht weißt, ist tot, ne? Oder auch, dass eben Herzprobleme da waren und dass er eben an einem Herzinfarkt verendet ist. Das sind halt einfach so Dinge. Das Gurkensohn soll ja auch massiv Herzprobleme haben und angeblich verstorben sein. Der hat ja kein Content mehr abgeliefert seit 3 Monaten. Mittlerweile sind es schon 7 Monate, ne? Bei den kranken Sachen, die er gemacht hat. Kein Wunder bei der Ernährung, Gurkensohn. Die werden dann geschrieben und dann heißt es halt... Es ist schwierig. Hey, gibt es dazu irgendwas? Ne? Irgendwas? Nö, gibt's nicht. Einfach so. Ist halt so. Denn das wird von vielen Leuten einfach so ins Internet... Also Leute ohne Bestätigung glaubt sowas nicht, ja? Also dann streut keine Gerüchte. Macht das einfach nicht, weil letztendlich schädigt es der Person nur, weil dann lebt er und dann sieht er, dass irgendwie über seinen Tod und sowas berichtet wird und so eine Scheiße. Deswegen macht das nicht, glaubt sowas nicht, weil da gibt es keine Bestätigung, keine offiziellen Bestätigungen und dementsprechend ist das Quatsch, das jetzt irgendwie hier Gerüchte zu streuen.
wenn es jetzt wirklich jemand Vertrauliches ist, ne, ein sehr enger Freund, Familienkreis und so weiter, der dann irgendwas bestätigt, dann kann man schon eher darauf deuten, dass es stimmt, aber jetzt nicht, wenn es irgendein Dulli geschrieben hat, aus Spaß, weil der halt mal inaktiv war. Zu Knuspertoast wurde auch immer geschrieben, RIP, Knuspertoast, RIP, ja, weil der lange keine Videos gemacht hat. Leben reingeblubbert, aber wirklich irgendwas, das, keine Ahnung, es eine Todesanzeige gibt oder irgendwas in die Richtung, das gibt's alles nicht. Natürlich ist es nicht schwer, von einem Gurkensohn, der irgendwie ein paar hunderttausend Abonnenten auf YouTube hat, den echten Namen, Wohnort, irgendwas rauszufinden. Und es gibt keine Todesanzeige oder irgendwas zu ihm, was halt schon mal ein Indiz dafür ist, dass er noch am Leben ist. Ja, einer von vielen. Weiterhin ist natürlich irgendwie immer die Frage, ist ein YouTuber wirklich einfach nur tot, sobald er inaktiv ist? Ich glaube nicht. Sein letztes Video war ja das Video zu seinem Opel Corsa. Nach all den Jahren gönne ich mir mal was mit Kraft. 54 Pferde, nur weil ich kenne ich gar nicht. Gebastelt hab. Die Karre fährt mit Gurkensaft, doch mein Tank ist auf Kontostand. Doch ich hab kurz gedacht, 120 kommt zur Bank. Und da gibt's immer auch ultra viele Kommentare, die sagen, hey Gurkensohn, wo bist du? Hey Gurkensohn, tot? Hä? Ne? Das ist halt so ein, verbreitet sich halt wirklich wie so ein Lauffall. Überall unter seinen aktuellsten Sachen ist es halt eben irgendwie ein Thema. Für viele Leute ist aber auch klar, er lebt. Und es ist halt irgendwie so ein Ding so, hey, wenn du schon keine Lust mehr auf das alles hast, dann mach zumindest ein Statement oder sowas. Oder sag den Leuten, hey, ich habe keine Lust mehr auf das Ganze. Ich möchte nicht mehr irgendwie der Internet-Kaspar sein. Ich möchte nicht mehr der Challenge-Boss sein. Ich möchte nicht mehr der Gurkensohn sein. Sondern möchte einfach ein normales Leben leben. Und das würden alle Leute verstehen. Und dann hätte man einmal so, okay, das ist ein Statement. Er will das nicht mehr. Ja, das verstehe ich. Also, keine Ahnung. Wenn man im Internet ist und hat schon sich eine große Community aufgebaut, beziehungsweise auch viele haben auf einen reacted, so. Ich finde schon, dass man da wenigstens auf Instagram irgendwo oder auf YouTube Community Post wenigstens was schreiben kann, so mit, ihr müsst euch keine Sorgen machen, ich bin jetzt inaktiv, aus privaten Gründen, sowas zum Beispiel. Ich finde schon, dass man das schon machen kann. Wie gesagt, man weiß jetzt nicht, was mit ihm los ist, es kann ja wirklich sein, es ist was passiert, aber ich glaube, er hat den Kanal auch nicht komplett alleine geführt, ich glaube, irgendjemand hat da trotzdem noch Zugriff auf dem Kanal, der war doch immer der Kameramann, der hat auch immer viele Sachen gemacht und die dann hochgeladen und sowas. Dass da wenigstens irgendwo mal noch eine Information kommt, weil so finde ich das auch schwierig, ne? Und dann würden, glaube ich, viele Leute ihn einfach in Ruhe lassen und das ganze Thema einfach auf sich beruhen lassen. Also um das mal kurz zusammenzufassen, um dann auf ein Fazit zu kommen mit Indizien dafür, dass er eben einfach am Leben ist, so, weil er gesehen wird. Er ist auf allen Social-Media-Plattformen inaktiv. Also wirklich auf Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, was auch immer, überall inaktiv. Aber jetzt das Große und Ganze, das hätte man einfach von Anfang an sagen können, wäre aber nicht so spannend gewesen. Wenn man einfach auf Instagram guckt, da ist er halt regelmäßig als gestern oder als vor ein paar Stunden irgendwie online gesehen, ist halt ein Indiz dafür, dass irgendjemand sich nicht immer wieder in seinen Account einloggt, so nach so vielen Monaten, sondern dass er selber das einfach macht. Zusätzlich gibt es mehr. Wobei der Instagram-Account, glaube ich, also mir wurde das mal gesagt, dass der Instagram-Account nicht von Gurkensohn geführt wird, sondern von dem, der so auch hinter der Kamera ist und das mitmacht. Wie es jetzt ausschaut, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es damals so der Fall war. Da hat wie sein Manager, wenn man das jetzt mal Manager nennen mag, der hat sozusagen den Instagram-Account gehabt und auch mit jemandem geschrieben. Ich habe damals ihm auch mal geschrieben, es war auch ganz, ich habe mit ihm geschrieben, ich dachte, er war Gurkensohn, der mit mir dann geschrieben hatte, aber dann war es wahrscheinlich der Manager. Ja, also es ist schon ziemlich komisch, die ganze Angelegenheit ist sehr, sehr komisch. Mehrere Kommentare, die ihn unabhängig von irgendwelchen Sachen gesehen haben, wirklich mit reellen Standorten, so ungefähr, auf dem Markt und überall mal. Klar, kann man verwechseln, ne? Oder halt auch das Auto, das gesehen worden ist. Aber es ist auf jeden Fall dafür Indize, dass der Typ einfach noch am Leben ist, irgendwann ein Comeback machen wird oder halt einfach aus dem Internetleben verschwunden ist. Eure Meinung könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Habt ihr bereits von diesem Gerücht gehört oder ist es irgendwie komplett neu für euch und denkt so, what, was labert der eigentlich? Okay, ja, es ist auf jeden Fall spannend zu sehen. Mal schauen, was da los ist. Gurkensohn, sein Comeback kommt hoffentlich, gibt niemals auf. Keine Ahnung, Mann. Ich muss auch sagen, ich konnte mit dem Content eh nichts mehr anfangen. Also ganz am Anfang war es mal ganz lustig, ne? Dann mit Jasmin Ritter, Moin. Dies, heute das. Aber ich konnte damit halt gar nichts mehr anfangen und ich hatte darauf auch gar keine Lust mehr, deswegen, keine Ahnung, also ich wünsche ihm alles Gute, ich hoffe, er hat keinen Herzinfarkt bekommen, ich hoffe, ihm ist nichts passiert. Ich weiß nicht, wie man so ein Video aufnehmen kann wie der Typ, aber der hat ein Video gemacht, Gurkensohn, hat einen Herzinfarkt bekommen, mal schauen. Ich habe jetzt extra einen Kanal erstellt, wegen Gurkensohn, ich bin eigentlich ein guter Freund von ihm. Ja, nee, das brauchen wir uns nicht angucken. Was ist das denn, ey?
Oh, nee, ich kann, warte, wir machen es so hier. Irgendwie berichtet keiner darüber. Oh Gott. Also Gurkensohn ist jetzt seit 3 Wochen oder noch länger rein. Ich kann das nicht, wenn man Leuten in die Nase reinschaut, ey. Das ist ja wirklich, du kannst ja bis tief in Richtung Gehirn schauen und so. Ey, das ist echt too much, Bruder, wirklich. Auch so, so eine Nachricht zu übermitteln in dieser Form, wenn man sich da nackt zeigt und so. Es ist halt maximal unangenehm und fremdschamerregend, muss ich wirklich an der Stelle sagen. 1,5 Wochen im Krankenhaus, er hat einen Herzinfarkt und wahrscheinlich ist er jetzt sogar tot, ich weiß es nicht, ich habe nichts mehr von ihm gehört. Das Krankenhaus, wo er ist, gibt da auch keine Informationen mehr, weil viele fragen sich ja, wo Gurkensohn ist. Und ich weiß halt nur, dass er einen Herzinfarkt hatte, warum auch immer, ich weiß es nicht. Und dass er dann ins Krankenhaus gefahren wurde und mittlerweile gibt man mir auch keine Infos mehr. Und ja, das ist schon alles sehr mysteriös. Wollte ich nur mal mitteilen. Ja, ich hoffe, das ist ein Gerücht. Ich hoffe, das stimmt nicht. Wenn doch, dann wünsche ich ihm alles gute Besserung. Ich hoffe, das klappt. Er schreibt einfach Rip Gurkensohn in die Beschreibung. Ich verstehe dieses Video nicht, weil er weiß selber nichts darüber. Er hat jetzt gesagt, er hat einen Herzinfarkt bekommen. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung. Es kann jetzt jeder Dulli gesagt haben. Ey, ja, ich bin mit Gurkensohn befreundet. Ja, deswegen, ja, der hat einen Herzinfarkt bekommen. Ich bin eine vertrauliche Quelle. Schwierig an der Stelle zu sagen, weil keine Ahnung, ob der hier überhaupt jemals... Ja, das ist sein erstes Video gewesen. Keine Ahnung. Also, ob das jetzt stimmt, das wage ich jetzt schon nicht unbedingt zu bezweifeln. Aber ich finde es komisch, wenn das... Also, wenn es stimmen soll, ist es komisch, weil in dieser Form sich nackt so von unten so zu zeigen, ist halt schon widerlich. Ja, auf jeden Fall ist es spannend, aber wenn er jetzt schon auf Instagram nochmal wieder aktiv ist und falls auch wirklich Gurkensohn sein sollte, dann sollte, denke ich mal, ist das wenigstens ein Indiz, dass es Lebenszeichen gibt von Gurkensohn. Ich hoffe, bei ihm ist alles gut. Ich gönne mir seinen Content nicht, weil ich den übel cringe finde, aber ich wünsche ihm alles Gute, gerade was die Gesundheit angeht und von mir aus kann er auch wieder mit ins Internet so, das ist mir relativ egal. Hauptsache, er nutzt da keine Leute aus, wie das einmal passiert ist, ne? Ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier extrem krass aufklären bei der ganzen Thematik, auch wenn ich nichts Sinnvolles dazu beitragen konnte, außer dass man keine Gerüchte jetzt verbreiten sollte. Ja, in diesem Sinne, lasst gerne eine Bewertung da und danke fürs Zuschauen.